Etwas grau sieht es sportlich derzeit in Bremen aus. Und ausgerechnet jetzt steht Eintracht Frankfurt vor der Tür. 7 Spiele sind die Hessen derzeit ungeschlagen. Grund genug für die Fans, außergewöhnliche Unterstützung zu geben, die bei den Spielern ankommt. Sicherlich, wir müssen alle zusammenrücken am besten. Ne? Fans, Spieler, alle, und dann kommt der Erfolg auch wieder, ganz einfach. Einer, der dabei helfen soll, fehlte heute erneut. Hugo Almeida setzte aufgrund einer Erkältung mit dem Abschlusstraining aus. Kann ich noch nicht sagen. Wir müssen sehen heute Abend, wie sich das Ganze noch entwickelt. Vielleicht sogar erst morgen früh, ob eine Chance überhaupt besteht. Im Moment sieht es nicht danach aus. Aber auch ohne Almeida will Werder nun die Trendwende vollbringen. Mit Philipp Bargfrede und Petri Pasan kehren gleich 2 Akteure in den Kader zurück, um die Mannschaft dabei zu unterstützen. Bis morgen damit anfangen. Ja, wieder gewinnen, und dann sieht das alles wieder ein bisschen besser aus. Und Frankfurt fährt dann hoffentlich ohne Punkte nach Hause.